Ja, moin zusammen, grüßt euch. Ich befinde mich hier auf dem ehemaligen Grenzstreifen zu der DDR. Der wurde genauso belassen. Das heißt, ihr müsst euch in der Mitte den Zaun vorstellen. Der bestand eigentlich aus zwei Zäunen im Abstand von knapp 200 Metern. Ich hatte gerade ein letztes Gespräch mit einem Landwirt, dem auch einen Tipp gegeben hat zu einem ehemaligen Schwimmbad. Und da wollen wir jetzt mal hin. Ja Leute, auf dem alten Grenzstreifen spazieren ist auch mal was Neues. Hat man auch nicht jeden Tag. So. Ich bin ja auf dem Trampelpfad. Wahrscheinlich seht ihr für mich nicht allzu viel, weil ich die Sonne jetzt im Rücken habe. Aber es ist eine gute Übung. Macht einen schlanken Fuß. So, da ist der Trampelpfad, von dem der Landwirt sprach. Da schauen wir uns jetzt mal in Ruhe erstmal an. Das hier war alles früher Sperrgebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Hier ist das Schwimmbad. Bin fast dran vorbeigelaufen. Es ist nicht mehr viel von da. So. Aber dieses Bad hat ein Alter von über 100 Jahren. Denn hier lief damals die DDR-Grenze durch. Und dieses Bad war schon vorher da. Das liegt genau in dem Sperrgürtel, der früher umzäunt war. Also man sieht hier die Begrenzung, gemauert. Viel ist nicht mehr da, aber das Becken ist noch so eben zu erkennen. Ja, eindeutig Schwimmbad. Hier ist die Ablaufrinne, die es auch schon 1900, weiß Gott, 20 oder so gab. Sieht man hier noch. Und dieses Bad hier befindet sich echt im Sperrgebiet der beiden deutschen Staaten. Ich bin ganz exakt auf dem Grenzstreifen gerade. Okay, viel ist jetzt nicht mehr da, aber ist schon cool überhaupt, dass man hier plötzlich ein Schwimmbad im Wald findet. Hier sind die Startblöcke, die alten. Da muss ich, würde mal gerne wissen, was vor 100 Jahren hier war. Ja Leute, das Komische ist nicht diese Reste. Das Seltsame ist, ich stehe mitten in einem Freibad, den Resten davon, mit Sprungbrettern und so, genau auf dem Grenzstreifen zwischen BRD und DDR, hier in Niedersachsen. Und das Ding ist älter als die Bundesrepublik und älter als die DDR. Das hat mir gerade der Landwirt bestätigt. Das Ding war schon 1910 wohl in Betrieb und ist dann irgendwann aufgegeben worden. Und dann, als die deutsche Teilung kam, haben sie das Ding einfach mit zugemauert. Also finde ich schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echte Geschichte mal, noch vor dem Kalten Krieg. Ich bin jetzt auf dem alten Patrouillenweg, wo die NVA die Grenze kontrollierte. Und mit diesem Weg hat es für mich persönlich eine besondere Bewandtnis. Ich bin damals Anfang 1990 mit dem Motorrad zur Grenze gefahren, weil ich wissen wollte, wie das aussieht, wenn die DDR offen ist. Und ich bin exakt diesen Weg Anfang 1990 mit meiner damaligen Virago, glaube ich, die hatte ich, entlang gefahren, mehrere Kilometer. Da standen natürlich dann noch die Sperranlagen. Hier sieht man noch den Schwimmmeisterturm. Wie der da hingekommen ist, kann ich nicht genau sagen. Ob er schon immer da stand, ich glaube es nicht. Der wurde da wohl einfach mitgenommen und irgendwie auf den Pin gesetzt. Und ich befinde mich immer noch hier im Sperrgebiet, wie man hier sehen kann. Immer noch gehakt alles. Das macht man wohl absichtlich scheinbar.
Und der Boden ist auch noch von so kleinen Betonbröckchen durchsät. Da wurde also irgendwas abgebaut, irgendwelche Fundamente, und die wurden dann zerkleinert und dann untergepflügt. So, ich bin schon wieder in der Deutschen Demokratischen Republik und auf der Suche nach einem zweiten Schwimmbad. Ich guck mal, ob ich reinkomme, dass wir noch ein bisschen mehr erhalten sein, als aus der DDR-Zeit ist. Dieser ehemalige Zufahrtsweg zum Schwimmbad ist entsiegelt worden, das sieht man auch. Da waren früher die typischen DDR-Betonplatten. Die müssten dann aus Umweltschutzgründen wieder entfernt werden, weil die das Bodenwasser ja am Sickern hindern. Und wenn ich jetzt da weitergehe, ganz hinten sehe ich schon die Gebäude und genau darauf habe ich gewartet, die Enden zu entdecken, denn ganz sicher war es nicht. So, wir nähern uns mal und schauen uns die Geschichte einfach mal ein bisschen genauer jetzt an. Da ist jetzt auch schon das kombinierte Kartenabreißer-Bezahl-Urinier-Klohaus, da ist alles zusammen drin, das habe ich alles erst später erkannt. Ich dachte erst, das wären die Umkleiden, aber nein, da vorne wurde kassiert und in dem weiteren Haus dahinter, wie man später sieht, sind halt die Klos und Urinale und so weiter. So, auf dem Weg zu einem Loch im Zaun brauchte ich gar nicht lange zu suchen. Da war dieses Scheunentor große Loch, Bachschutz natürlich auch nicht. Und dann ging es erstmal rein. Ja, und da liegt auch das Bad dann schon direkt vor mir. Natürlich, wie ein Schwimmbad eben aussieht, klar. Ja. Aber ich finde es einfach urig, es hat eine tolle Atmosphäre und ich fange mal an zu erkunden. Jupp, hier war das Häuschen, wo der Eintritt wohl kassiert wurde. Ich meine, mit dem Betreten haben wir jetzt ein kleines Problem, weil das Teil hat kein Dach mehr. Sieht irgendwie auch ein bisschen heftig schon aus. Ja, Leute. Irgendwie. Ach nee, hier waren die Umkleiden. Hier waren die Umkleiden drin. 1, 2, 3. Und was haben wir hier? Ja, hier war wohl so ein Urinal oder sowas. Naja. Nee, doch, das war der Donnerbalken. Da habt ihr euren Hintern drauf gesetzt. Und dann floss der ganze Mist da unten rein. Aber da riecht auch heute nichts mehr. Wird wahrscheinlich auch weggespült. Einfach in den nächsten Fluss rein. Ja, ein Donnerbalken. Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das hörst, Uwe, ich vermisse dich ganz schön. Also, Urbex wird nicht mehr so sein wie früher. Ich bin hier auf dem Weg zu dem einzigen Gebäude, was auf dem Gelände noch war. Das sind, wie sich gleich herausstellen wird, die Umkleiden und ein kleines Bistro scheint drin gewesen zu sein. Ja Leute, das ist das, womit die DDR damals in Anführungsstrichen zufrieden war. Könnt ihr euch heute so noch ein Freibad vorstellen? Einfach ein Becken, eine Umkleide und vielleicht eine Pommesbude dabei und das war's. Das kann man sich heute bei den Erlebnisbädern überhaupt nicht mehr vorstellen, aber das genügte vielen damals schon. Einfach um Spaß zu haben und ja, ich fand's gut. Leider war dieses gesamte Haus von Schmierereien verunziert, die rassistisch sind und den Nationalsozialismus verherrlichen, sodass ich da einiges rausgelassen habe. Ich habe die Kamera nicht darauf gerichtet, um diesen Leuten keine Plattform zu geben für ihren Müll. Müll ist auch der richtige Ausdruck, wenn man reinsieht. Das haben Vandalen schon gut zerlegt.
natürlicher Verfall, sicherlich. Aber da wurde auch kräftig nachgeholfen und da waren auch zum Teil Brandspuren drin. Hier rechts zum Beispiel, wie man das sieht. Ich aber weiß, das hier stammt aus DDR-Zeiten. Das wurde zur Wende zugemacht. Also hier sind die Umkleiden, Leute. Das sind die Umkleidekabinen. Alles Umkleidebereich hier. Man muss nur ziemlich aufpassen, weil das ist alles hier ganz schön baufällig. Obwohl, viele können mir nicht auf den Kopf fallen, das ist alles nur, da seht ihr, dünnes Holz. Da hält sich die Gefährdung noch in Grenzen. Hier sind die Türen noch in den Parzellen drin. So, ich versuche mal die Schmiere reinig ins Bild zu bekommen, die ich auf den Wänden sehe. Weil ich muss ja nicht noch Werbung für diesen braunen Unrat machen. Aber hier war die, ja, wo die Kleidung hing, wo die Kleidung abgegeben werden konnte. Mit den Nummern, war bei uns früher genauso. Im alten Schwimmbad, wo ich als Kind drin war, man nannte sein Nümmerchen und dann hat jemand, der hier stand, einem die Sachen zurückgegeben. Ja, und genauso war das hier auch. War eine schöne Zeit. Damals die 80er. Hier habe ich mich schon sehr gewundert, denn das ist Streckmetall. Und das gab es in der DDR nicht oder nur für den Zaun. Und die Teile des Zauns wurden damals aus Schweden importiert, das Material. Ich nehme an, dass Teile des Zauns, der abgebaut wurde, benutzt wurden, um dieses Schwimmbad später zu vernageln. Man sieht, dass das schon ein bisschen länger dran ist. Und ja, wer so ein Stück braucht, ehemaligen Maschendrahtzaun, dann kann sich was mitnehmen da. Jo, und hier wurde dann geplanscht. Becken aus den, ja, 60er Jahren ungefähr. Die Betonbauweise. Hier haben wir noch das kleine, das Kinderplanschbecken. Ganz flach mit einer Mini-Rutsche drin. Tja, lange vergangen die Zeiten.
Also ich war wohl nicht der Einzige, der hier schon rumgelaufen ist. Das sind noch relativ frische Trittspuren. Und da geht dann die Beckentiefe auf 4 Meter. Ja Leute, damit wäre auch meine heutige Schwimmbadtour in Grenznähe auch beendet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ein Schwimmbad von Kaiserzeiten, ein Schwimmbad aus der DDR und beide direkt an der Grenze. Okay, ich bedanke mich bei euch. Bis demnächst, euer Kalter Krieger.